Solingen Reporter. Das sind die Bilder vom Neumarkt am Nachmittag in Solingen. Rauchschwaden, Meter hoch über die gesamte Innenstadt zu sehen. Ein Imbiss brannte komplett nieder. Hier handelt es sich um Fachwerkhaus mit einem Grill im Erdgeschoss. Und im Bereich dieses Grills ist es zum Feuer gekommen. Aus welchen konkreten Gründen können wir jetzt noch nicht sagen. Das Feuer ist dann in die Decke gezogen, zwischen Erdgeschoss und ersten Obergeschoss und in die Fassade. Diese Schindeln lassen sich außerordentlich schwierig abnehmen. Wir haben jetzt praktisch in der Außenfassade ein Feuer, was noch nicht ganz zum Glück im Dach ist. Aber wir müssen jetzt die Fassade abnehmen und Stück für Stück ablöschen. Die Straßen rund um den Neumarkt wurden komplett gesperrt. Rund 200 schaulustige Solinger waren mit dabei und schauten zu, wie das Großaufgebot der Feuerwehr mehrere Stunden löscht. Bis in den Abend rein dauerte es, bis der Brand unter Kontrolle war. Die gute Nachricht aber, verletzt wurde dabei niemand.